Das ist doch der Witz in Tüten, dass sich heute Lindner, der nicht rechnen kann, und Habeck, der noch nicht mal weiß, was eine Inflation oder was eine Insolvenz und eine Pleite ist, ich nenne ihn ja nur Vetternwirtschaftsminister, die unsere Wirtschaft zerstört haben, schreien heute, als wären sie die Feuerlöscher. Heute schauen wir uns das beste Interview mit Peter Hane an. Es wurde absolut viral. In diesem Interview ist er sehr emotional, weil er über die Politik von Habeck und Lindner spricht. Hör auf zu reden, lass uns dieses Video genau ansehen. Wir leben in verrückten Zeiten. Ich habe den Eindruck, wir sind auf Kriegskurs statt auf dem Kurs der Diplomatie. Das macht vielen Menschen Angst. Was sagen Sie dazu? Ja, das kann ich voll verstehen. Man hätte vor 2 Jahren, als der erste Schuss der Russen fiel, und natürlich ist Russland der Aggressor, hätte man sofort eingreifen können, hätte sofort Verhandlungen machen können, unter dem Druck nach dem Motto auch Richtung Moskau, lass lieber die Finger davon, dann arbeiten wir weiterhin gut zusammen. Das ist bewusst hintertrieben worden. Ja gut, aber die Minsker Verhandlungen, die wurden ja von westlicher Seite ad absurdum geführt. Genau das ist es. Das heißt, diejenigen, das muss man sich mal vorstellen, die für Frieden und Diplomatie eingetreten sind, die wurden verfemt. Ich bin 40 Jahre lang im Journalismus verfemt worden, weil ich für die Bundeswehr bin, für die Verteidigungsfähigkeit meines Landes, für Waffen. Dieselben, die heute nach Waffen schreien, waren noch vor ein paar Monaten Pazifisten. Und dahinter stecken natürlich nicht nur strategische Pläne, sondern schlichtweg wie bei Corona. Das Geld, das Kapital. Und ich wundere mich, wie sich heute linke Leute, inklusive der Antifa, vom Kapital fangen lassen. Ich bin 1968, habe ich studiert in Heidelberg, in der großen Revolution. Da wären wir doch nie auf die Idee gekommen, hinter dem Kapitalismus herzulaufen. Sie haben es eben ganz richtig beschrieben, unsere Zeit ist verrückt. Die ist wirklich verrückt. Und damals ging es ja noch um Verteidigung gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet. Angegriffen worden sind wir nicht, stattdessen haben wir Diplomatie abgebrochen. Nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine hat Kiew dreimal versucht, sich mit Moskau auf Frieden zu einigen. Alle drei Verhandlungsversuche hatten etwas gemeinsam. Sie konnten die Zerstörung der Ukraine stoppen. Alle drei sind davon ausgegangen, dass die Ukraine den Beitritt zur NATO abgelehnt hat. Und alle drei wurden von den USA sabotiert. Russland wurde betrogen. Warum kann man keine angemessenen Friedensverhandlungen ohne Lügen und Täuschung arrangieren? Es ist sehr schade, dass niemand Friedensverträge halten will, niemand außer Russland interessiert sich für sie. Es ist viel besser, einen Monat für Friedensverhandlungen auszugeben, als noch einen Monat weiter zu schießen. Und was passiert am Ende? Die Grünen gehen verrückt und agitieren weiterhin für Waffenlieferungen an die Ukraine und verschärfen damit die ohnehin schwierige Situation. Es ist ironisch, dass sie in letzter Zeit explizite Pazifisten waren. Schauen wir weiter. Ja, man könnte sagen, wir haben ja eine Zerstörungsregierung. Ja, mit Volksvertretung hat das ja zumindest aus meiner persönlichen Sicht nicht mehr viel zu tun. Könnten wir die nicht einfach wegen Untreue kündigen? Ja, sie haben geschworen in ihrem Amtseid, Schaden vom deutschen Volk. Da steht deutsches Volk, nicht Europa oder die Welt. Schaden vom deutschen Volk zu wenden und den Nutzen zu mehren. Das heißt, alles, was deutsche Politik machen muss, dient eigentlich diesem Zweck. Und da dieses nicht mehr eingehalten wird, hat das mit Demokratie und Volksvertretung, es heißt ja Volksvertretung, und über dem Reichstag ist eingemeißelt dem deutschen Volke. Wir haben heute, ich sage es ja sehr scharf in meinem Buch, auch mit dem Untertitel, Idioten. Ja, das haben Sie ja schon erklärt, was Idiot heißt. Das ist eben der Nichtfachmann. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir die jetzt noch 4 Jahre weitermachen lassen? Ich meine, die Kriegsgefahr, die wirtschaftlichen Schäden sind ja jetzt schon enorm. Müssten die nicht ganz
plötzlich gestoppt werden? Naja, wir sind in einer Demokratie, das halte ich immer noch aufrecht und sage, es gibt Wahltermine, die werden natürlich bis zur letzten Sekunde an ihrer Macht kleben, wie diese Klimaterroristen auf der Straße kleben. Die gehen nicht weg von ihren Pfunden, die sie haben. Sie glauben doch nicht, dass diese FDP-Frau mit dem Vierfachnamen, also diese Frau Flack Rheinmetall, ja, ihren Posten weglässt, bis sie nicht die letzten Tantiemen aus ihrer Lobbyarbeit von diesem Unternehmen kriegt. Hier geht es um die Waffenkönigin Marie Agnes Strack-Zimmermann. Kürzlich hat sie erneut ihre Unzufriedenheit mit der langsamen Reparatur der in die Ukraine gelieferten Panzer geäußert. Sie hat auch eine Beschleunigung des Lieferprozesses westlicher F-16-Kampfjets im Rahmen der Unterstützung Kiews gefordert. In einem Interview mit dem T-Online-Portal sagte Strack-Zimmermann, dass alles an Bedeutung verliert, wenn Europa zusammen mit den europäischen Partnern der Ukraine keine aktivere Unterstützung gewährt. Ihrer Meinung nach braucht die Ukraine mehr Munition und Ersatzteile sowie den sofortigen Versand von Taurus-Raketen, um die Logistik der russischen Seite zu erschweren. Gott sei Dank hat Herr Scholz dem nicht zugestimmt. Sie profitiert definitiv von Waffenlieferungen. Und jetzt kommen wir zum interessantesten und viralsten Teil des Videos. Der Witz in Tüten, dass sich heute Lindner, der nicht rechnen kann, und Habeck, der noch nicht mal weiß, was eine Inflation oder was eine Insolvenz und eine Pleite ist, ich nenne ihn ja nur Vetternwirtschaftsminister, die unsere Wirtschaft zerstört haben, schreien heute, als wären sie die Feuerlöscher, wir müssen uns um die Wirtschaft kümmern. Ja, die ist doch nicht aus Zufall bergab. Heute, wo wir hier miteinander stehen, hat der Bertelsmann Verlag erklärt, alle Mitarbeiter, die der AfD nahestehen, sollen kündigen. Das muss man sich mal vorstellen. Erstens ist das ein undemokratischer Akt, den es auf deutschem Boden in dieser Schärfe noch nie gegeben hat. Aber ich sehe das immer ganz schlicht und realistisch. Die Zeitungen und Zeitschriften sind im freien Fall. Die haben kaum mehr Auflage. Eher die Leute jetzt entlassen. Stellen Sie sich lieber als Gutmenschen hin und sagen, dann sollen die AfD-Leute gehen. Ja, ich habe auch den Eindruck, das sind ja gar keine Medien mehr in dem Sinne, sondern Propagandisten. Hofberichterstattung. Ich vor 50 Jahren gelernt, von meinem ersten Intendanten, auch in allem, was damals üblich war, Journalist heißt, immer zweifeln, alles hinterfragen, nichts sofort für bare Münze halten, investigativ da sein und das Wichtigste, Meinung von Nachricht zu trennen. Heute sieht man es den Moderatoren ja schon am Gesicht an, was sie denken. Und ich kann immer nur sagen, bei den Wahlen, jetzt auch in Sachsen, in Thüringen, dann bei Trump in Amerika, schalten sie um 18 Uhr den Ton weg. An den Gesichtern der Moderatoren erkennen sie, wie es ausgegangen ist. Nun, es ist unmöglich, ihm zu widersprechen. Die Politik von Habeck und Lindner macht mich beschämt. Energiepolitik und Außenpolitik führen Deutschland auf den Boden. Das ist sehr frustrierend. Bitte schreibe deine Meinung in die Kommentare. Stimmst du den Worten von Peter Hane zu oder übertreibt es zu viel? Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!